Es lädt. Und lädt. Ja. Und lädt. Und lädt. Na gut, ich hoffe mal, dass Flash schon läuft. Wie das erst die Portaufnahme. JZLP Portal Prelude ist es. Fanmod und so. Ja. Samt Co-Moderatorin Monopol, die man vorhin schon gehört hat. Ich würde mal sagen, wir machen ein neues Spiel. Du siehst das Bild? Noch? Es steht. Es steht. Ich guck mal, ob ich, wenn ich... Der möchte. Ein Baum. Wow. Make. Da hängen wir. Ja, mein Baum. Welcome to the Aperture Science Computer at Enrichment Center. We hope your brief detention at the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed and we are now ready to begin the test proper. What? Seriously, what do you say, Mike? Stop this, please. Hey, this is the procedure. We must read this text each time a specimen starts the test. Oh, for God's sake, stop calling her a specimen. She has a name, Mike. Okay then, I am. How are you today? I'm Mike, and I'm going to follow you through this test. All right, that's a lot better. Don't worry, Abby. We know this test can look and feel very strange, but we're watching you. And we can help you too, but keep it secret. We're not allowed to do so. We only help if you promise us a little reward. And I'm sure you know what I mean by reward. Man, you're so gross. I think I hate you more every day. Well, sorry. I think we should start the test now. Awa. Yeah, right. Let's go, Abby. Get out of this room. Okay, jetzt weiß ich, warum der Kubus mir immer entgegenschleudert. Und nicht direkt auf dem Portal. Okay, you're doing well. Feel free to explore each room. At least it can't hurt you. Theoretically, no, it should not. Please note that some of these circular doors are automatic. Open when you pass by it. Really? He's trying to say, don't stand here forever like an idiot. We won't open the exit door for you. Eine Kamera, damit die idiotischen Professoren nicht anschauen können. Hier ist das Ding. Was ist hier? Die Wand gefällt mir nicht, was macht die? Sanio! Okay, offiziell wusste ich ja eigentlich, weil ich habe keinen Bleistift. Ja. Aperture Laboratory. Der Bob-Minute, ja. Wie kann man das erklären? Ich denke mal, jeder kennt die Formel, von daher ist keine Erklärung. Hi again, Abby. Mike talking. Auf zu reden! She knows it's you. We talked with her 2 minutes ago. I know, but the procedure states that we must introduce ourselves at the beginning of each test chamber. Okay then, welcome to the first test chamber. Your goal is located in the middle of the room. This thing is an Aperture Science handheld portal device. A portal gun if you prefer. Yes, but this is not a gun. In fact, this is not even a weapon. It allows you to create dimensional portals and that sort of thing. Be advised that this version of the device is not fully upgraded. You will only be able to create orange portals. Handle it with care, please. We won't take any responsibilities if you get killed stupidly while using it. Also, killed, weil ich das sinnlos nutze oder dummes... behandelt das Ding, werde ich schon mal nicht. Weil ich bin inzwischen so eine Art Portal-Profi, nämlich. Okay, ich spiele den Scheiß jetzt zwar demnächst mit Cheats, aber naja, das wird auch hart, keine Ahnung. Und sind wir so.
Weiß ich nicht. Naja, egal, ich werde es versuchen, so gut wie möglich ohne Cheat zu machen und ich bin jetzt einfach kurz und renne! Renne! Hey Mike, what's the difference between orange and blue portals anyway? Now that's a good question. Besides the fact that one is blue and the other one orange, I have absolutely no idea. Ich sag euch, was der Unterschied ist. Der eine ist verbunden mit dem anderen. Und das andere ist verbunden mit dem einen. Ach, wie süß. Muhaha. Und ich weiß, ihr versteht mich nicht, weil ich Deutsch spreche und ihr seid alle dumme Engländer, das ist mir egal. Hey! Dumme Amerikaner. Klingt schon besser. Nein, die glotzen mir auf den Arsch, die glotzen mich allgemein überall an und was Geilste ist, ich habe mal das erste Gespräch jetzt mal genauer angehört und die haben gesagt, die dürfen uns helfen, also dürfen mir helfen, wenn ich denen einen bestimmten Reward gebe. Einen bestimmten Preis, beziehungsweise ja, doch einen bestimmten Preis liefere für sie. Ich glaube, du kannst dir genauso wie ich denken, was es ist. Nein, tut mir leid, wir sind nicht daran interessiert, mit irgendwelchen Volltrotteln ins Bett zu steigen. So sieht's mal aus. Welcome to the test chamber number 2. Entschuldigt für den Ausdruck. It's coffee time. Do what you have to do. And do it alone. Meine LP ist nicht jungfrei, so. Hey, wollen wir uns ein MMORPG Zombies suchen? Mit Zombies? Mit Zombies! Ja, ich habe einen gefunden und das sieht vielversprechend aus. Es gibt keine vielversprechenden Zombies. Es gibt nur eines. Doch, du musst dich da... Schatz, es gibt nur eines. Resident Evil. Das ist so. Okay, das geht. Nein, komm. Scheißendreck! Ja, aber hier ist eins und das hat 3 Sterne in der Bewertung und was ja. Was die 4 Sterne haben, ist egal. Das Gameplay von dem MMORPG ist langweilig. Mann! Ich finde, das sieht aber interessant aus. Ob das aussieht oder nicht, das Gameplay ist scheiße. Alter, das ist einfach nicht die spammige Steuerung hier, ey. Das ist so eine Crossfire-Steuerung. Komischerweise spielt's aber Elsword, ne? Keine MMORPG. Das zählt als alles andere, aber nicht als MMORPG. Oh! Stimmt, du zählst jetzt als Kinderspiel, ne? Nein! Ich zähl das als Action-Adventure oder so eine Scheiße. Guck mal jetzt einfach davon mal an. Kamera! Kleines Game. Fällt mir gerade ein, wo du gerade mit Sternen kommst. In der Online-Wertung von Online-Spielen, also in der Liste der beliebtesten und so, steht Crossfire auf Platz 7. Oh. Geil, oder? Alter! Ja. Scheiß Spiel! Ach, verdammt. Nee, das ist eigentlich ganz gut. Platz 7? Ja, wenn man bedenkt, dass Last Chaos auf Platz 13 ist. Muhaha. Ich bin stolz. Ich bin wirklich stolz darauf, dass dieses Scheiß wow. Platz 14. Das ist doof, das ist eine Sicht von oben. Ich mag keine Sicht von oben. So. I don't know what you're looking for, but I don't care. Meine kleine englische Einlage. Ich hab mir dieses komische Spiel angesehen. Jetzt mal ohne Spaß, willst du mich in Sacken schneiden? Alter, scheiß Portal, hab ich nicht! Ohne Spaß, ich bin verarscht. Mein Gott, das ist ja so eine Scheiße wie Flife! Mann, ich sag doch so eine Scheiße, wie Flife ist. Du weißt gar nicht, was ich geguckt habe. Auf jeden Fall irgendein MMORPG. Geht schon mal fest.
Ja, redet über meinen geilen Arsch, mir ist egal. Ihr kommt da eh nicht dran. Punkt. Stimmt. What the fuck? Was war das? Select mein Game. So, ich glaube, ich mache mal nach dieser Test mal Schluss. Alter, mach keinen Pass hier. Drei Jahre später. Ich hoffe diese Passage, ohne Spaß. Es gibt aber noch eine viel schlimmere. Drei Porte 5 und so ist allgemein sehr unfaires Spiel und so. Wie gesagt, ich mache bei dieser Testkammer hier Schluss und ich würde mal sagen, ja. Ich sag mal Sayonara, ciao ciao, JSLP, tut sich halt mal abmelden. Also 7635, bla. Hast du noch was zu sagen? Nein. Nicht immer. Na gut, dann einfach mal Sayonara und ja, ich bin weg.